Heute fängt mein Tag so richtig toll an. Moment, nee, er fängt tatsächlich gut an. Ich habe nämlich gerade noch ein Brot gebacken mit nur einem halben Hefeklotz, was eigentlich, dachte ich, gar nicht funktioniert. Aber das Ding ist richtig aufgegangen, zeige ich später. Aber jetzt sitze ich wieder hier und chatte mit Amazon. Ja, nachdem ich gestern mit GoPro gechattet habe und die Kamera, mit der ich jetzt gerade aufnehme, geupdatet habe, weil die immer so ein Knacken in der Audiospur hat, was nicht funktioniert hat, dann, nachdem ich das geupdatet hatte, knackt sie immer noch. Jetzt wieder mit Amazon und mal gucken, was die jetzt dazu sagen, ob die dann nochmal Hilfe finden oder nicht. Bei GoPro scheinbar nicht. Die Kamera knackt und eigentlich will ich das Ding gar nicht mehr haben. Ne? Das ist so mies. Das hier ist die GoPro 8. Die hat gar nichts. Da knackt nichts. Und die GoPro 9, Weiterentwicklung. Mal gucken, was jetzt passiert. Amazon hat jetzt geschrieben, ich sollte den Hersteller anfragen. Und den Hersteller habe ich dann auch angefragt. Und der hat ja das mit dem Update vorgeschlagen. Und jetzt schreibt Amazon, ja, ich sollte doch mal fragen, ob statt des Updates noch was anderes funktioniert. Aber das hat der Hersteller mir nicht vorgeschlagen. Jetzt hängen wir da fest. Und jetzt muss ich erst mal gucken, weil der Ofen hat geklingelt. Hier, gehört. Das Brot ist fertig. Wow, das sieht doch mal. Wollen wir es noch ein bisschen drin lassen, dann wird das noch ein bisschen brauner. Bräuner. Gott? Guten Morgen. Vielleicht vertrocknet es auch. Ja, weiß man immer nicht, ne? Wir nehmen es raus. Ist ja auch ein Aber Weißbrot. es liegt Kann ja kein Braunbrot sein, wenn es ein Weißbrot ist, ne? Was habe ich da reingetan? Doch, ein bisschen ist da auch Kurkuma drin. Und ganz neu Pommesgewürz. Mal gucken, was das schmeckt. Das ist ja krass. Ich habe jetzt hier bei der GoPro, beim GoPro Support Hub angerufen. Also das angeklickt hier, weil erst in einer halben Stunde der Support besetzt ist für einen Chat. Und hier steht genau das, was ich auch habe. Ne? Hier schreibt Hi Bai Zu. Also der hat wohl auch die GoPro. Hallo GoPro-Team, mit meiner GoPro Hero Black habe ich bei der Wiedergabe Knack-Knistergeräusche im Ton. Diese treten sporadisch auf. Auch ein Update hat nicht geholfen. Ich bitte um Unterstützung bei der Lösung des Problems oder um Ersatzgerät, falls ein Hardwarefehler vorliegt. Danke für eure schnelle Rückinfo. Und jetzt das, was darauf geantwortet wird von Nomade, Manfred Entle, wie auch immer. This camera cannot be repaired. Look for a thread about it on 88 pages. Welcome to the world of GoPro Farting. Das dann nochmal ganz genau übersetzt bedeutet, diese Kamera kann nicht repariert werden. Such dir auf 88 Seiten ein Thread, wie sagt man denn dazu? Willkommen in der Welt des GoPro-Furzen. Okay, ich denke mal, damit soll gesagt werden, GoPro, naja. Ist vielleicht nicht so der Hit. Also so würde ich das mal übersetzen. Auf jeden Fall, da steht keine weitere Antwort dazu. Ich glaube, das sieht schlecht aus für meine Cam. Und ich bin wieder etwas weitergekommen mit meinem GoPro 9 Audio-Knacken. Und zwar habe ich jetzt nochmal bei Google gesucht, bin dann auf ein YouTube-Video gestoßen. Und da steht, weil das Video auf Englisch ist. So, this video is to all the GoPro Hero 9 owners out there that are having audio issues with the audio crackling and popping, and I need your help. And it's kind of beneficial for all of us. Das habe ich mir erstmal durchgelesen, was in der Anleitung, in der Videobeschreibung steht. Das habe ich mir übersetzt mit Google Translate und das ist es hier. Wenn Sie ein GoPro Hero 9 Besitzer sind und das gefürchtete Knacken, Knistern von Audio erleben, fühlen Sie sich nicht allein. Meiner hat gerade damit begonnen und wir alle müssen GoPro davon wissen lassen und Sie müssen dieses Problem so schnell wie möglich angehen. Ich habe hunderte von Leuten gesehen, die das gleiche Problem hatten und es ist sogar in den Foren von GoPro, in Klammern alle 63 Seiten, mit nur einem Beitrag von GoPro, der sagte, dass sie sich dessen bewusst sind, obwohl sie sich so verhalten haben, als ich GoPro heute per Chat kontaktiert habe, noch nie von dem Problem gehört. Hä? Habe ich da was falsch gelesen? Egal. Wie das alte Sprichwort sagt, das quietschende Rad bekommt das Öl. Wir alle müssen dieses Video überall teilen. Ich werde dieses Video auf Twitter veröffentlichen und GoPro darauf markieren. Wieder eine Kamera, die so viel kostet, diese aus wie für eine Kamera, die so viel kostet. Die Audioausgabe sollte nicht.
Okay, also das ist natürlich irgendwie ein bisschen Google Translatisch übersetzt, ne? Wie auch immer, es ist auch früh, vielleicht kann ich nur nicht lesen. Also, wie das alte Sprichwort sagt, das quietschende Rad bekommt das Öl. Wir alle müssen dieses Video überall teilen. Ich werde dieses Video auf Twitter veröffentlichen und GoPro darauf markieren. Wie für eine Kamera, die so viel kostet, diese Audioausgabe sollte nicht da sein und Sie müssen es reparieren. Na gut, inhaltlich verständlich, aber irgendwie merkwürdig geschrieben. Das Problem ist also bei GoPro bekannt. Ich glaube, naja, dann vielleicht doch zurückschicken das Ding und mit der guten 8 weiterfilmen, weil die macht das echt top. Und da geht die Cam zurück. Ich habe mir nämlich jetzt noch mal überlegt, nachdem ich dieses Video geguckt habe bei YouTube, dass der Typ, der sagt da, dass Hunderte von Leuten bei GoPro schreiben, dass sie ein Audioknacken haben. Und dann soll ich mich jetzt noch mal bei GoPro melden. Das kriegen die sowieso nicht weg. Und deswegen habe ich gedacht, so, okay, jetzt Schluss, das Ding geht zurück.